Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 30. Folge zu Alex. Wir kriegen aktuell Begleiter, machen diese scheiß Mission davon. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Okay. Was? Kaya? Hallo. Speichere mal ganz kurz. Bevor ich jetzt hier reinmarschiere. Was sieht nach einem Kampf aus, den ich nicht haben will? Oh, nein, 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 nein. Kein Grund, gleich zu überdrehen. Hey. Ich komme. Wow. Das ist crazy. Schwing mal deine Keule woanders hin. Nein, verdammt. Okay. Ich müsste erstmal am besten mal Heiltränke ausrüsten, ist mir aufgefallen. Ich sehe, ich habe gar keine Heiltränke ausgerüstet. Oh, da steigt die. Ja, es bringt halt Mana. Ach komm, vergiss das. Ich will gerne mit der Kälte runtergehen, deswegen. Vergessen wir es. Was würde ich noch mal haben? Kriegst du etwas, ne? So, lass mal kurz gucken. Genau, das. Falscher. Händler, der Rabatt wäre auch nicht schlecht. Kriegen halt auf 30. Ja. Wo ist eigentlich der Handwerksskill? Oder heißt das, ich habe jetzt hier Handwerk auf 4, Persönlichkeit auf 0. Ich würde jetzt Gerissener tatsächlich auf 30 machen. Genau. Diese Falschen auch haben. Dann unter anderem Heiltränke wollten wir machen. Ich habe doch sicherlich Heiltränke. Ich habe hier mächtige, hier sind große. Da Heiltränke. Mal weg von den kleinen. Ich glaube, wir werden bei der Dingsums immer normal bleiben, gefühlt. Ich bin fest. Den machen wir platt! So nicht, Freundchen! So, jetzt sind wir bei meinem. Ah, nein! Ah, die Hitbox von den Gegnern. Ah! Das war doch faul, man hat's doch gesehen. Man repariert diesen scheiß Zaun. Lass mich nur machen! Jetzt folgen alle drei, das ist nicht, was ich wollte.
Ja. Also ich finde es toll, dass man bei jedem Versuch immer schlechter wird. Ja, dieser Zaun. Ah, ich entwickle Aggression. So etwas wird hier nicht geduldet. Ich krieg halt wieder die komplette Combo. Die ganze Rombo-Combo. Junge, lass das. Stop that shit. Das ist so, ich mag meine Gegner nicht. Ich will ja tauschen. Ich treffe den halt auch nicht. Sonstbare Wand. So. Nein. Ach, doch, komm, Leben. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken. Bin schon dran. Okay. Ging ja. Hier sollte mal jemand aufräumen. Aufräumen. Wieso kann ich eigentlich nicht deren Waffen aufheben? Oh, ey, jetzt halt die Dreh. Oh. Erstmal verschnaufen. Entwicklerfotos. Die kann interessieren. Anleitung für großen Heiltrank. Sie erinnert mich so ein bisschen an das Startgebiet, muss ich sagen. Kann ich noch erinnern, als wir mit nichts auferwacht sind. Aber eine alte Münze. Ist alles Geld. Rutsch. Ich habe gerade Ex getrunken, nur für XP, weil ich so gierig bin. Vor allem, wir hatten auch Schusswaffen dabei. Das kann ich nicht knacken. Das ist ein Rucksack, wird aber nichts. Gibt es eigentlich so einen. Ja, es gibt einen zweiten Stock. Wenn ich einen Bogen hätte, könnte man hier auch sehr viel mit. Ja, Sprengfässern hantieren und sich dann da unten selbst wegjagen, wahrscheinlich. Zu einfach. Oh ja. Eine neue Rüstung. Schrottsammlerhemd. Ist ja nicht das, was ich mir jetzt gewünscht habe. Aber okay. Ich habe irgendwie, wenn ich was Neues finde, habe ich gehofft, dass es gleich viel stärker ist. Aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Okay. Ziehen wir es mal an. Plus eins Rüstung. Passt sogar zu meinem Outfit. Bis zu Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Ich habe Mason gesehen, er ist auf der Suche nach dir. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und Acheron. Dazu müssen ihn aber erstmal finden. Fällt dir noch
zu Jacksons ehemaligen Leuten an. Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Ich bin Bombi schon begegnet. Das ist ein Früchtchen, was? Ich weiß, dass er irgendwo nach besser nach mir sucht. Aber er könnte auch wieder woanders sein. Naja, irgendwann kriege ich ihn auch nochmal. Für jemanden, der auf der Flucht ist, bist du ziemlich leichtsinnig hier herumzulaufen. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Ja. Disst du mich doch. Wo sind wir eigentlich gerade? Okay. Dann... Was ist das hier? Achso, das ist mein Begleiter. Rin. Ich würde jetzt, wie besprochen, gerne einmal zur Stadt zurückkehren und die und einfach mal jeden anschauen, ob es irgendwo so einen richtigen Händler gibt. Ich wäre schon über ein besseres Schild schon zufrieden. Wirklich. Ich wünschte, mein Bruder könnte die Kuppel hier sehen. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. Reisenhändler. Baba, baba. Hallo. Sag mal. Dafür bin ich zu schwach. So, das sind Gewehre, ne? Dafür bin ich zu doof. Das könnte ich mir gegebenenfalls holen. Das Schlachterhemd. Aber 1000 für plus 1 Rüstung. Na. Ich könnte mir das Schild holen. Weil ich sogar machen werde. Aber eine kleine, bessere. Kann nie schaden. Dafür bekommst du meine alte Rüstung. Erhöht die Stim-Kapazität. Plus N Energie. Ne. Ja. Nehmen. Gönn dir. Zack. Wenigstens etwas erneuert. Nope, der Typ ist nicht mehr hier. Schade. Ich weiß nicht, auf der Brücke hat irgendjemand nach dir gefragt, aber auch schon wieder mal an dieser Brücke so lang fest. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wie läuft es in der Stadt? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Ich war auch mal ein Alp. Wenn das so ist, kannst du direkt zu deinen Artgenossen gehen. Je besser wir euch unreines Pack überwachen können, umso gesünder für alle von uns. Ihr mögt hier geduldet sein, aber glaub ja nicht, dass wir euch nicht im Auge behalten. Und mach es dir nicht zu gemütlich, denn schon bald werden wir die Welt von eurer Existenz bereinigen. Sehr sympathisch. Okay. Du. Darf ich keine vielleicht was anbieten? Händler. Du siehst aus. Nein.
aufpassen, dass ich hier nicht aussehen etwas klaue. Aus Versehen, mit Anführungszeichen natürlich. Ich glaube, hier gibt es gerade nicht mehr so viele Händler, würde ich behaupten. Outlaw, Feldarbeiter. Outlaw, Separatisten. In einer Kiste? Ja. Was ist hier auf deiner Seite? Darf ich hier rein, Gustav? Wie ist die Lage in der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden? Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben, wenn du verstehst, was. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Outlaws vor der Stadt. Wegen den Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Alles klar, ich bring dir ihre Köpfe. Alles klar, ich bring dir ihre Köpfe. Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Okay. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Okay. Es scheint nur so ein. Ja, ein anderer Eingang zu sein. Wenn ich der einen Ware ausweichen möchte. Dann mach ich's natürlich, ne? Ich würde es irgendwie feiern, wenn ich das Schild ausrüste. Dass dann so an den Seiten wie so ein Energieschild noch kommen würde. Würde ich feiern. Lass dich mal kurz heilen. So. Leben kann man nie genug haben. Wie viel Geld wollt ihr, hä? Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Was hast du mit Cooper gemacht? Er ist völlig im Arsch. Es wirkt so, als wäre er suggestiert worden. Faselt nur noch etwas davon, dass er glücklich sei. Ich habe nichts mit ihm gemacht. Scheiße, Mann. Dann muss er in die Hände der Suggestoren gefallen sein. Der Mann ist nur noch Gemüse. Wir müssen den Klerikern endlich das Handwerk legen. Ja. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns tatsächlich in die Stadt lassen. Also was will er von uns? Er will, dass ihr von hier verschwindet. Er will, dass ihr von hier verschwindet. Das kann er vergessen. Wenn er will, dass wir abhauen, dann muss er uns schon töten. Wir gehen nirgendwo hin. Wenn er will, dass wir verschwinden, soll er gefälligst selbst herkommen. Sag ihm das. Was hätte ich davon? Was hätte ich davon? Du gefällst mir. Erstmal nach dem eigenen Nutzen fragen, was? Du würdest einen guten Outlaw abgeben. Pass auf, ich habe ein Angebot für dich. Wenn Gustav uns tot sehen will, dann wollen wir natürlich ihn tot sehen. Wenn du ihn zu uns bringst, dann bekommst du ein paar Splitter von mir und die Belohnung, die er dir versprochen hatte. Mit anderen Worten, du nimmst dir von seiner Leiche einfach das, was du haben willst. Aber wie gesagt, vorher bringst du ihn hierher. Was hältst du davon? Vergiss es, ich werde meinen Auftrag ausführen. Vergiss es.
Ich werde meinen Auftrag ausführen. Wie du willst. Dann zieh deine Waffe. Wir sehen uns im Jenseits, Arschloch. Ich bin dann mal weg. Dich hole ich mir. Ha, so Schaden gemacht. Wer ist denn der Echte hier? Du da. Abfall muss beseitigt werden. Egal wie. Jetzt können wir auch hier besser blind. Oh, hi. Ich bin. Okay. Uns wenigstens bedienen hier. So, nein, 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 ich will nicht schlafen. Denn Cooper ist glücklich. Und wenn Cooper glücklich ist, dann ist alles in Ordnung. So. Ach, Digga, Mann, diese Stühle überall. Sie fucken so ab. Schön, dass sie die eingebaut haben, aber dass man sich draufsetzen kann, so unnötig. Was hab ich denn davon? So. Gibt's einen zweiten Stock oder so? Naja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.